Hallo meine Freunde, ich erkläre euch heute, was eigentlich die ELF-Wellen sind. Man hat sie schon so oft gehört in Verbindung mit HAARP oder dem Project Bluebeam oder etc. Aber die meisten wissen gar nicht, was ELF-Wellen und können daher gar nicht nachvollziehen, wie diese ganzen Projekte funktionieren. Also ELF-Wellen können heutzutage bewusst eingesetzt werden, wie einige wissenschaftliche Studien auch belegen, um uns wie Marionetten zu steuern. Diese in Insiderkreisen schon längere Zeit bekannte Tatsache ist sehr beunruhigend. Aus diesem Grund sind wir einmal der Frage nachgegangen, was versteht man unter ELF-Wellen und wie kann man sich vor dieser Art der Manipulation eventuell auch schützen? Wissenschaftlich definiert sind ELF-Wellen elektromagnetische Wellen, deren Frequenz in einem Bereich unter 100 Hertz liegt. Da das menschliche Gehirn und die Organe auch in dem Frequenzbereich dieser Wellen miteinander kommunizieren und arbeiten, ist eine Beeinträchtigung relativ leicht. Diese kann ungewollt durch elektrische Geräte oder ganz gezielt durch sogenannte Mikrowellenwaffen erfolgen. Diese Mikrowellenwaffen können nicht nur zur Manipulation eingesetzt werden, sondern man kann mit ihnen Personen verletzen und sogar töten. Diese Waffen werden mittlerweile nicht mehr nur für die militärischen Zwecke, beispielsweise von deutschen Firmen wie Rheinmetall und Diehl gebaut, sondern können mit guten elektronischen Kenntnissen auch privat hergestellt werden. Baupläne für solche Techniken finden sich in Büchern oder auch im Internet. Laut Aussagen von Wissenschaftlern könnten mit solchen Waffen und dem entsprechend modulierten ELF-Signal sogar gezielt Krankheiten wie beispielsweise Krebs ausgelöst werden. Personen, die unter dem Einfluss solcher ELF-Wellen stehen, berichten beispielsweise von Stimmen im Kopf, die sie hören, wie in dem Film Control Factor gezeigt wird, oder von einem wahrgenommenen Brummton. Die ELF-Wellen bewirken das Gleiten des Bewusstseinszustandes nach unten zu den Gehirnwellenbändern Delta und Theta. Hierdurch erklärt sich auch die chronische Müdigkeit und Antriebslosigkeit, die bei den Betroffenen festgestellt wird, das sogenannte CFIDS-Syndrom. Dies führt auch zur Ermüdung des Immunsystems und somit wird die betroffene Person immer anfälliger für Krankheiten. Ein Zeichen des SFIDS-Syndroms ist beispielsweise, dass Handlungen automatisch unterbewusst erfolgen, ohne dass sich die Ausführung der Person später an sie erinnern kann. Anders gesagt, die Person nimmt die Gegenwart und ihr Umfeld nicht mehr aufmerksam wahr, ohne nur zu vermuten, dass etwas nicht stimmen könnte. Die unzähligen Gedanken überwältigen uns in Schwächen dadurch unsere Aufmerksamkeit. In den meisten Fällen bleibt eine ELF-Wellenattacke jedoch unbemerkt, da man die Symptome auf alle möglichen anderen Ursachen zurückführt. Entweder, weil man von deren Existenz nichts weiß, oder dies sich so nicht vorstellen kann. Wer Manipulation der Menschen durch verschiedene Mächte vermutet, könnte hier den Beweis dafür finden, dass es mittels speziell modulierten ELF-Wellen möglich ist, uns zu konsumierenden und nicht mehr hinterfragenden Maschinen zu machen, die nicht mehr an menschliche Entwicklung, Evolution und Sinn des Lebens denken oder auch nur interessiert sind. Nun, wie kann man sich vor solchen ELF-Wellenangriffen schützen? Außer den meist sehr teuren Gerätschaften, die Tausende von Euro kosten, ist der beste Schutz Übungen zur Beherrschung des eigenen Bewusstseins. Dies heißt, wieder Herr über das Bewusstsein zu werden und ständig in der Gegenwart leben und sich somit dem ständigen Einfluss der ELF-Wellen zu entziehen und die Frequenz der Gehirnwellen in dem oberen Bereich des Beta-Bandes zu etablieren. Dieser obere Bereich, ca. 35-40 Hertz, steht für hohe Wachsamkeit, scharfe Aufmerksamkeit und volle Bewusstheit. Das ist Leben in der Gegenwart. Dieser Schutz ist zwar je nach Art, welche Methode man anwendet, nahezu kostenfrei, aber für den Laien doch mit einigen Mühen verbunden. Wie mache ich das aber, die Frequenz der Gehirnströme in einem Bereich zu halten, in dem sie von ELF-Wellen nicht beeinflusst werden können? Unsere unzähligen Gedanken versetzen ständig unser Bewusstsein in die Vergangenheit oder in die Zukunft, je nachdem, woran wir gerade denken. Da wir scheinbar den Fluss der Gedanken nicht stoppen können, werden wir von diesen beherrscht. An die Gegenwart können wir interessanterweise nicht denken, weil wir keine Zeit dafür haben. Die Gegenwart ist kleiner als eine Sekunde und wird so schnell für uns zur Vergangenheit. Deswegen können wir nicht über sie denken, sondern wir können sie nur Sekunde für Sekunde bewusst erleben. In diesem Zustand sind wir völlig bewusst und unantastbar. Unser Gehirn arbeitet hocheffizient und kann nicht mehr beeinflusst werden. Wir können bewusst denken, ohne von anderen Gedanken beherrscht zu werden. Somit werden völlige Entspannung und völlige Bewusstheit vereint. Und das ist nicht nur reine Theorie. Jeder Mensch ist davon betroffen und erlebt diese Zustände täglich, auch wenn es nicht direkt wahrnehmbar ist. Dies ist jedoch durch spezielle Übungen erlernbar. Beobachte dazu ständig die umgebenden Objekte, die dich umgeben. Versuche, deren Dreidimensionalität zu erfassen. So verdrängst du unnötige Gedanken und richtest deine Aufmerksamkeit ständig zur Gegenwart.
Anfangs wirst du es wahrscheinlich nicht schaffen, denn die Gedanken fangen immer wieder deine Aufmerksamkeit und richten sie zur Vergangenheit oder Zukunft. Aber du musst dich immer wieder daran erinnern, die Aufmerksamkeit zu den umgebenden Objekten und somit zur Gegenwart zu richten, zum Beispiel durch ein Zeichen auf der Hand. Dies macht man überall mit allen Objekten, die man sieht. Du darfst dabei aber nicht auf einen Punkt starren, denn das kann sehr leicht zur Autohypnose führen. Entlade jeden Abend die tagsüber akkumulierte elektromagnetische Energie, am besten in einem Fußbad mit salzigem Wasser. Ansonsten sitzt du so oft wie möglich direkt auf der Erde. Versuch dich zu entspannen. Das befreit die Aufmerksamkeit sehr gut und ist sehr wichtig für die Bewusstheit, die Fähigkeit, alles bewusst zu erleben. Eine kontinuierliche, wachsame Entspannung ist sehr wichtig für die Beherrschung des eigenen Bewusstseins. Wenn man aufgeregt ist, wird man von Gedanken beherrscht und kann nicht in der Gegenwart leben. Auch ein guter Tipp aus dem Thema luzides Träumen ist der Realitätscheck. Das heißt, sich immer wieder bewusst zu machen, dass man in der Realität lebt. Dazu brauchst du einfach nur 2 bis 3 sogenannte Realitätschecks aufzustellen, die du den ganzen Tag über hier und da mal machst und dir dann wirklich bewusst wirst, dass du in der Realität lebst. Zum Beispiel der Nasenrealitätscheck. Man hält sich mit einer Hand die Nase zu, presst den Mund zusammen und atmet. Wenn man dann merkt, alles klar, ich kann nicht atmen, dann sollte einem bewusst werden, dass man in der Realität lebt. Das ist wirklich mein Favorit, der Tipp. Das war's auch schon von mir, meine Freunde. Ich danke euch fürs Zuhören und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Bis dann, meine Freunde.